Hallo und herzlich willkommen zu El Hijo, Folge 5, die vorerst letzte Folge des Ping-Pong Games. Ob dieses Let's Play noch weitergehen wird, entscheidet ihr. Schreibt mir Kommentare, gebt dem Video Likes, falls ihr das Projekt unterstützen wollt, falls ihr weitere Folgen sehen wollt zu El Hijo. Oder spendet mir richtig viel Kohle auf PayPal. All das sind Möglichkeiten. Wir sind in der letzten Folge von El Hijo angekommen, zumindest mal für das Ping-Pong-Projekt. Und jetzt versuchen wir hier weiterzukommen. Wir sind vorhin schon weitergekommen. Wurden dann aber doch entdeckt. Haben es leider nicht vollbracht, hier unentdeckt zu bleiben. Und jetzt machen wir mal weiter. Ich finde es lustig, wie er manchmal so völlig erschrocken reagiert. Und dann ein anderes Mal sagt er so, oh, als wäre das Ganze nur ein Spiel. Was ja basically auch ist. Oh nein, das Aufziehspielzeug wurde nicht entdeckt. Doch, jetzt wurde es entdeckt. Sehr gut. Bad timing. Schlecht. Gut. Hallo. Was passiert, wenn es nicht entdeckt wird? Kann ich es dann nochmal holen? Okay, es wird offenbar immer entdeckt über früher oder später. So, was macht der Typ? Hier müssten wir einigermaßen safe sein. Außer er kommt jetzt hier angeschissen. Dann haben wir ein Problem. Aha. Nee, kommt er nicht. Zumindest nicht von sich aus. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Und hier scheint so eine Art Irrgarten zu sein, wie es aussieht. Uiuiui, hier ist ein Irrgarten. Nicht nur, wie es aussieht, sondern es ist so. So, und hier kommen wir natürlich nicht lang, ne? Oder? Natürlich nicht. Weil da ist ja die nächste Lootbox! Lootbox! Yeah! Okay, Entschuldigung. Wir sind wieder ernst. Wir gehen mit der gebotenen Ernsthaftigkeit in dieses Spiel heran. Nein! Aua. Ha, hat er gemacht. Und dann ist vorbei. Lustig. So, wir machen hier nochmal den. Das hat ja gut geklappt. Okay, wir warten wieder, bis es ihm dann auch mal auffällt. Prost. Danke. Das war knapp. Aber gut. Okay. Geh weg! So, wir gehen erstmal hier hin, damit wir speichern können. Danke. Und dann gehen wir mal weiter. So. So, nämlich. Drüben ist noch ein Mädel. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie erreichen können. Aber ich sehe gerade, hier ist auch schon vorbei. Hä? Können wir das Ding da unten verschieben? Ah, okay. Gut zu wissen. Das ergibt da natürlich Sinn. Okay. Da ist auch nochmal ein Junge, glaube ich. Da muss ich jetzt eigentlich gar nicht mehr lang. Es ergibt gar keinen Sinn, weil das eine geschlossene Veranstaltung ist da oben. Das heißt, ich muss... Achso, wo muss ich denn lang? Oh, wie fies. Ich muss das hier wegziehen, weil wenn ich das nach drüben schiebe, diese Pflanze, dann komme ich da ja nicht mehr durch. Das heißt, ich muss jetzt außen rum. Also ich muss hier doch lang. Haben die Entwickler gut gemacht, muss man sagen.
Und ich glaube, ich weiß auch, wie ich es machen muss. Wenn ich jetzt gehen würde, würde er mich doch safe entdecken, oder? Ich habe das Gefühl, das Level ist nicht aus Spaß so aufgebaut, wie es aufgebaut ist. Sondern da hat sich schon jemand was dabei gedacht. So. Verstecken wir uns hier mal hinter der Ecke. Danke. So, und jetzt kommen wir auch da unten durch. Ist ein bisschen umständlich, aber das ist mit Sicherheit Part des Rätsels. Dann verstecken wir uns hier mal, weil hier kommt ja gleich der Rechentypi. Rechnet uns das vor. Ja, muss man ein bisschen Geduld haben, bis der feine Herr dann auch mal kommt. Ach, der kommt gar nicht, okay. So. So, was geht jetzt ab? Ich muss wieder, das ist wieder so ein Ding, ich muss eigentlich da, also da lang, wo die Pflanze steht. Aber es funktioniert nicht, das heißt, ich muss die Pflanze wieder ziehen. Und wahrscheinlich komme ich nur, wenn ich da rechts lang gehe, an mein Ziel, ja. Vermutlich. Ich stelle die mal hier ab und guck mal, ob ich hier irgendwie rumkomme. Sieht so aus. Die Kiste da unten wollen wir uns natürlich auch noch gerne holen, falls möglich. Was? Okay. Ach, da ist auch noch ein Kind. Eieiei. Da ist ein Huhn. Ein Huhn! Nicht so rumgackern. So. Was haben wir hier? Auch eine. Ah ja, okay, nochmal so ein Spielzeug. Sehr schön. Als ob der mich nicht gesehen hat, ey. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Ja, immer dieses Spiel, das Lied vom Tod, ey. Gibt es Sinn, welche mache? Nee, ne? Das ergibt eigentlich keinen Sinn, glaube ich. Ich glaube, wir müssen erstmal hier lang, bevor wir was anderes machen können. Okay, wir gehen mal weiter einfach. Hey! Kann ich den nicht hier so über die Mauer aufmuntern? Offenbar nicht. Schade. Das wäre ja auch zu schön. So, dann werfen wir mal wieder Storndl. Klappt noch nicht. Okay, wir stehen jetzt genau da, wo wir stehen dürfen. Können wir über die Mauer? Ah. Aber es funktioniert nicht. Wenn ich jetzt versuche, einen Stein über die Mauer zu und dann außen rumlaufe, das dauert doch viel zu lang. Ich probiere es einfach mal so. Als ob. Okay, schade. Hätte ja klappen können. Okay, wir können nicht weiter vorgehen. So, es geht natürlich hier um das Teil, nicht um den Stein. Aber es bringt nichts. Wenn ich das mache, bringt es überhaupt nichts. Das heißt, ich muss den irgendwie anders ablenken. Aber wie? Weil länger... Na gut, wir müssen probieren. Wir müssen es probieren irgendwie, ne? Anders geht's ja nicht. Wir müssen es probieren. Ja, probieren. Ja, geht über studieren. Aber und Studium brauchst du es auch nicht probieren. Nee, Spaß. So, wir müssen jetzt hier mal gucken. Ich habe das Gefühl, wir können ihn vielleicht doch ablenken. Eventuell, wenn es klappt. Ich weiß aber nicht, ob es klappen wird. Das klappt schon mal nicht. Scheiß Cooldown. Nein. So, hier.
Das hat schon mal gut geklappt. Nein! Aber so könnte es gehen, wenn wir dann die Aufmerksamkeit auf uns bewahren. Ja? Dann könnte es funktionieren. Das ist gut. Das ist gut. Nicht hinsetzen. Das ist schlecht. Also er geht dann nicht weiter hinterher. Das ist doof. Das ist wirklich doof, Alter. Ich glaube auch nicht, dass die Spielzeuge das richtige Mittel der Wahl sind, oder? Doch, vielleicht schon, vielleicht schon. Vielleicht schon. Oh yeah, bin ich toll. Ich hab's kaputt gemacht. Aha, so nämlich. Siehst du, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Nice. Drei weitere Kinder, Alter. Ach du liebe Zeit. Gut. Das haben wir schon mal geschafft. Ein Kind ist wieder ermutigt. So. Wir gehen mal in die Richtung weiter. Gehen wir kurz speichern hier. Damit wir den Weg nicht gehen müssen, sollten wir entdeckt werden. So, dann gehe ich mal hier lang. Hier lang waren wir ja schon mal. Warum will ich jetzt genau hier lang? Ich weiß es nicht genau. Boah, das war knapp. Das war nicht unknapp, mein lieber Freund. So, nochmal kurz gucken. Da oben war die Kiste. Da geht's da lang, da geht's da lang. Okay, wir müssen auf jeden Fall da lang, glaube ich. Wir hätten das, glaube ich, in die Richtung schieben müssen, ne? Oder ziehen müssen. So, dann kommen wir nämlich da oben raus. Das sollte passen jetzt. Okay, dann verstecken wir uns gleich wieder in der Vase, wenn es geht. Gehen an dem Typen vorbei und gehen dann oben rum raus. Klingt ja einfach, wa? Schade, dass man aus der Vase raus keine Steine werfen kann. Das wäre auch noch lustig. Da unten ist nämlich auch noch ein Kind an diesen sehr vertrauenswürdigen Fässern mit Totenkopf. So. Hier, Opa! Einfach aus Prinzip, Leute. Wie ärgerlich. Nein. Was eine unnötige Geschichte jetzt. Mann. Okay. Ja, man muss hier wirklich Geduld haben. Wenn man sich ein bisschen zu viel bewegt, das ist nicht gut. Daher, let's go. Ganz ehrlich. So viel zu Geduld. Das war knapp. Aber hat geklappt. Sehr schön. Wir haben auch noch Zeit. Also wir machen noch ein bisschen weiter. Und wie gesagt, wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich wäre dafür natürlich offen. So, was machen wir denn jetzt? Wir gehen jetzt erstmal oben hin. Da war doch so ein Kind, das irgendwas gestrichen hat. Okay.
sind die alle doof. Ein Glück. Ein Glück sind die alle so doof und blind. So, hallo Kind. Hallo? Kind? Kind? Ah, da. Okay. Ist das zweite in diesem Level. Noch zwei weitere. Eins haben wir schon gesehen. Das andere ist wahrscheinlich rechts im Level, wo wir noch nicht waren bisher. Okay. Da ist nichts drin? Achso, doch. Einsammeln. Ach, ich kann nicht, weil ich zu viele Dinge habe. Ah. Also man kann nur maximal drei von diesen Spielzeugen tragen, wie es scheint. Jetzt aber schnell, Junge. Glück gehabt. Das war auch schon wieder Risiko des Grauens. Aha. Ja gut, können wir nicht einsammeln, das sollen wir machen. So, der braucht ja eh mal relativ lang. Können wir hier raus den Vogel launchen? Können wir nicht. Hüpf ihm halt vor die Füße, Junge. Das war eine unschlaue Idee, muss man schon mal an der Stelle so sagen, ey. Okay, lass nochmal gucken. Wir können uns hinter der Vase verstecken. Das ist eigentlich das einzig sichere, was gehen könnte. Aber geht das wirklich? Ich weiß, das geht. Es gibt nur eine sinnvolle Möglichkeit. Und zwar die hier. So, ich hoffe, das Ding... Es ist ja noch nicht kaputt. Vielleicht lenkt es sie nochmal ab. Okay, bei ihm hat es schon mal geklappt. Sehr gut. Es hat sogar geklappt, ey. Ich fasse es nicht. Ich fasse es ja wirklich nicht. So, da oben ist wieder die Oma, wird bespielt. Und da ist auch ein Kind. Dann gehen wir da mal hin. Vielleicht schaffen wir dieses Level noch in der Folge. Wenn wir so weitermachen, halte ich es nicht für unmöglich. Denn das letzte Kind haben wir ja schon gesehen. Wir müssen nur noch den Levelausgang finden. Das war ja jetzt nicht so schlau. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal zum einen Kind noch. Wenn wir es schaffen. Meine Güte. So, Geige Mensch, dreh ich um, danke. Okay. So, what now? Da können wir theoretisch hinspringen. Was macht eigentlich unser Echo gerade? Der backt da irgendwie rum. So, da können wir irgendwie hinspringen, in dem Moment, wo er wegguckt. Theoretisch. Geht. Nice. Danke. Da ist noch jemand. So, wie kommen wir an dem vorbei? Oder an der? Oder an was auch immer? Machen wir da den klassischen Steinwurf? Das Glück ist nur ein Steinwurf entfernt. Ich glaube, da machen wir das klassische Aufziehmännchen. Oh nein, lauf weiter!
Das haben wir jetzt schön verschenkt, ey. Mist. Na gut, da müssen wir das letzte jetzt auch noch einsetzen. So ärgerlich das auch ist. In der Kiste da vorne hätte es noch eins gegeben. Da vorne ist übrigens der Ausgang. Okay, gut. Das heißt, wir schaffen dieses Level noch in der Folge. Wir sind zwar schon über 20 Minuten. Sorry dafür. Aber es spricht für das Spiel, dass ich die 20 Minuten jetzt auch auskoste. Und überziehe ohne irgendwelche Probleme. Weil wir hatten auch schon andere Spiele. Oh oh. Haha. Gut. Alle Kinder sind inspiriert. Wir sind hier der Kinderinfluencer. Und wie komme ich denn hier jetzt raus? Oh, ich fürchte, so einfach, wie ich mir das gewünscht hatte, wird das nicht gehen. Ich glaube, wir müssen nochmal komplett außenrum. Was auch immer das heißt. Ja, lach dich du mal kaputt. Du weißt ja nicht, was für eine Arbeit ich mit dir hab hier. Oh nein, wir müssen echt nochmal komplett außenrum. Warum? Aber okay, wir kriegen hier nochmal so ein Spielzeug. Sehr gut. Das ist kein Spielzeug, das ist eine Lebensversicherung zum Teil. So, jetzt müssen wir wirklich nochmal hier komplett durch das ganze Labyrinth. Alter, bitte nicht. Aber ich fürchte, es ist genau so. Anders werden wir hier nicht vorbeikommen. Wir werden nicht umhin kommen, dies zu tun, liebe Freunde. Oje, oje. Egal, ich mach's jetzt hier fertig. Wenn die Folge eine halbe Stunde geht, geht die Folge eine halbe Stunde. Kann ich nichts für. Okay. So, ist das der richtige Weg überhaupt? Wir werden sehen. Achso, ich kann ja auch sprinten, Alter. Ich sprinte ja gar nicht. Ich Depp. Warum sprinte ich denn nie? Warum sagt denn keiner was? Ist das der richtige Weg? Nee. Ist es nicht. Gehen wir mal hier lang. Ja, ich glaube, hier müssen wir lang. Wir schaffen das Level noch. Ich weiß, wie es geht. Es ist nur ein bisschen umständlich, leider. Und er hüpft immer in die falsche Richtung raus. Das ist nicht gut. Warum macht er das? So. Nice. Nice, 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 Leute. Sehr gut. Wir schaffen das. Davon bin ich jetzt überzeugt. Nein, 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 nein. Gut, dass es so viele Quick-Saves hier gibt in dem Spiel. Das ist echt hilfreich gerade. Sehr gut. Muss noch an dem vorbeikommen. Easy enough. Haben die nicht mitbekommen. Sehr gut. Okay. Das war also El Hijo, zumindest mal soweit. Was passiert jetzt? Das schauen wir uns natürlich noch an. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Ich weiß nicht, ob das letzte Level ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich vermute mal, da ist die Mutter. So oder so wird das Spiel noch relativ lang gehen. Ui. Spielt man jetzt die Mutter? Geil, ey. Jetzt spielt man einfach die Mutter. 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 Geil. Gut, machen wir jetzt aber nicht mehr, denn das war die letzte Folge vom, vom Ping-Pong-Game. Vielen Dank an den lieben Lomlom Silver, dessen Kanal ihr unbedingt ausprobieren müsst, ist in der Videobeschreibung verlinkt, aber auch im Abspann zum einfach draufdrücken. Einfach mal auschecken, den guten Lomlom. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen, beziehungsweise die Antwort darauf. Was darf der liebe Lomlom als nächstes spielen in unserer
Ping-Pong-Reihe? Die Antwort gibt's jetzt. Und zwar habe ich mir überlegt, wir hatten jetzt schon sehr viele coole Projekte, sehr viele coole Spiele, die mir gefallen haben, die aber auch ihm gefallen haben. Ja, also hier und da immer so ein bisschen Abwechslung. Wir hatten, glaube ich, mehr Spiele, die ich ihm aufgetragen habe, einfach nur, weil ich die gerne sehen wollte. Infestation, Pro Cycling Manager, Minecraft. So Sachen, weil ich einfach sehen wollte, okay, wie schlägt er sich damit? Wir hatten Spiele, wo ich halt auch selbst interessiert dran war, ob das coole Spiele sind, ob die, wie die so sind, wie London damit klarkommt und so weiter. Wie Street Heat zum Beispiel, wie zum Beispiel Slapshot, was wir zuletzt hatten und so weiter und so fort. Und da El Echo jetzt auch wieder ein echt cooles Spiel war, und ich danke dir sehr dafür, Lomdom, du hast mir schon lange keine Kackspiele mehr gegeben, Feminazi, muss man einfach sagen, schon lange keine Kackspiele mehr gehabt, und jetzt möchte ich mich auch mal bedanken bei dir, und es ist so ein bisschen Hybrid aus beidem. Zum einen gebe ich dir jetzt ein richtig cooles Spiel, ja, und ihr merkt, ich mache gerade Spannungsbogen, aber es muss sein. Zum einen gebe ich dir ein richtig cooles Spiel, und falls du ein Reaction-Video machst, kannst du jetzt schon mal raten, was es sein könnte. Ein richtig cooles Spiel, on the one hand, and on the other hand, ist auch ein Spiel, was ich gerne bei dir sehen will und sehen möchte, wie du damit klarkommst, wie du dich damit, was du für Ideen entwickelst, wie du das Spiel wahrnimmst und so weiter. Und es ist, Leute, die mich schon länger kennen, wissen natürlich, welches Spiel es jetzt sein muss. Ein gutes Spiel und ein Spiel, das ich gerne bei anderen Leuten mir anschaue, um zu wissen oder um zu sehen, okay, wie denken die darüber, bla bla bla. Es ist ein Spiel, wo ich mir wünschen würde, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass du ein ganzes Let's Play dazu machst. Aber ich kann dich weder dazu zwingen, noch kann ich es verlangen, weil das schon ein Spiel ist, was wahrscheinlich so 40, 50 Folgen gehen würde, wenn du es komplett machst. Es ist natürlich Almighty Soma. Ich hoffe, du hasst mich nicht dafür. Ich hoffe es wirklich. Das Spiel ist jetzt 6 Jahre alt tatsächlich schon. Und es ist Soma. Die Erschaffer von Amnesia, The Dark Descent. Ich muss mal hier Pause machen. So. Die Erschaffer von Amnesia, The Dark Descent warten mit einem Sci-Fi-Horrorspiel auf, das tief unter der Oberfläche des Atlantischen Ozeans spielt. Soma. Kämpfen sie ums Überleben in einer feindlichen Welt, die ihre eigene Existenz in Frage stellt. Das ist die Beschreibung des Spiels. Aber hier, du siehst, es liegt nicht nur an mir, denn kürzliche Rezension äußerst positiv. 97% der 380 Nutzerrezensionen der letzten 30 Tage sind positiv. Und overall 95% von 25.000 haben gesagt, geiles Spiel, definitiv empfohlen. Also wenn das nicht ein Qualitätssiegel ist, wenn das nicht ein Gütesiegel ist, was hier draufgestempelt wurde, dann weiß ich es auch nicht. Wir gucken uns mal den ersten Trailer einfach mal an. Ja, und das machen wir mal. Kenne ich selbst noch nicht, glaube ich. You are the result of everything around you. Everything that came before you, you are the universe manifesting itself as you. That's a wonderful thing to be. But what a curious thing it is to be anything at all. There is no need to be concerned. You are always safe. Continue. Yes, what a curious thing to be aware of yourself. Looking out from inside your little box. You're okay. You're in a safe place. Nothing can hurt you here. Interesting. Do you feel empathy for this thing? Remember, you're in a safe place. You
Ich mag den Trailer nicht. Ich mag diesen Trailer nicht. Nee. Der bringt das Spiel nicht gut rüber. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, wer dieser Typ ist, der da die ganze Zeit mit einem labert. Es gibt noch ein paar andere Trailer. Welchen nehmen wir da? Nehmen wir mal den hier einfach mal random. Mal gucken, ob der besser ist. Das bringt das Spiel nicht rüber. Mal gucken, was jetzt kommt. Sincerest belief that we can go on living. It really makes you think about what it means to be human. I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? Die over you. My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. Look, I'm obviously hurt. Blacked out pretty bad. Can't remember how I got here. What do you remember then? I was in the pilot seat, dealing with some heat shields, and that's my last clear memory. What the hell? How is this possible? Are you human? Okay, also Lomlom, das ist das Spiel, was ich dir jetzt auftrage. Mindestens 5 Folgen, hat 20 Minuten. Wenn du magst, sehr gerne mehr. Mashallah, ich würde mich freuen, wenn du mehr machst. Was man hier vielleicht zu den Trailern sagen muss, es wird ja auch, ich weiß nicht, Genre, steht hier irgendwo das Genre von dem Spiel? Genre oder so? Genre? Action, Abenteuer, Indie. Es steht nicht mal Horror dabei. Das finde ich auch gut. Das finde ich auch gut, und es ist tatsächlich kein Horrorspiel in dem Sinne. Also ich weiß auch, da ich damals rangegangen bin an das Spiel und mir gedacht habe, okay, es wird ein Horrorspiel wie die Amnesia-Teile, die ich damals kannte. Und es ist wirklich kein Horrorspiel. Also London, du hast Gone Astray gespielt, das war schlimmer, würde ich behaupten. Der erste Trailer sah jetzt böse aus, aber ich glaube, es liegt daran, dass, guck mal hier, beliebte benutzerdefinierte Tags für dieses Produkt, Philosophie, komplexe Handlung, atmosphärisch. Wenn das nicht nach einem geilen Let's Play von Lomdom Silver schreit, dann weiß ich es auch nicht. Ich glaube, der erste Trailer, der war so ein bisschen creepy und so ein bisschen. Also, es ist immer so ein bisschen. Ich glaube, die Entwickler haben so ein bisschen das Problem, dass sie Frictional Games sind und dass es dann immer heißt, The Creators of Amnesia. Und jeder weiß, okay, Amnesia, das war ein krasses Horrorspiel, wo sich viele Leute eingeschissen haben und so. Und deshalb mussten sie natürlich ein bisschen diesen Horror-Flavor wieder einbringen. Deshalb mussten sie natürlich so ein bisschen dieses Horror-Ding mit reinstreuen, aber sie haben es wirklich dosiert gemacht. Wie in einem guten Currywurstladen, wenn du zu deinem Currywurst-Dealer des Vertrauens sagst: Ey, Bruder, ich mag nicht so gern scharfe Sachen, mach nur ein bisschen Curry. Und er macht so ganz wenig Curry, so ganz fein. So, pop, pop. So ist auch der Horror in Soma. Es ist wirklich kein Horrorspiel. Ich bin mittlerweile mega der Schisser und ich habe das Spiel echt gut vertragen, weil es wirklich nicht so schlimm ist. Dafür ist allerdings das Drumherum, die Story, echt gut. Und deshalb empfehle ich jedem, der dieses Video guckt, das Spiel. Und natürlich auch dir, Lomdom. Wenn du ganz Let's Play davon machen würdest, ich würde es mega abfeiern, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn nicht, habe ich aber auch Verständnis, weil einfach mal so ein 50 Folgen langes Projekt jemandem aufs Auge zu drücken, ist schon blöd. Aber vielleicht wirst du ja auch am Ende von Folge 5 sagen: Ey, das Spiel hat mich gecatcht. Da möchte ich jetzt dranbleiben, ich möchte wissen, was hier abgeht. Dann wäre es auch cool, ne? Und bei mir ist es tatsächlich ein bisschen so mit El Hijo. Also ich würde das Spiel gerne weiterspielen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr dazu ein Spiel sehen wollt oder nicht. Denn ich würde es echt gerne zu Ende spielen, El Hijo. Das ist schon cool. Macht schon Spaß auf jeden Fall. Und jetzt sind wir ja auch noch die Mutter. Ja. Auch nochmal interessant. Ja. Ich weiß ja auch nicht, wie die Mutter vom Menschlichen her ist. Aber es ist auch, spielt auch gar nichts zur Sache. So. Also, viel Spaß, lieber Lomdom, bei Soma. Viel Spaß, liebe Zuschauer, beim Let's Play von Lomdom bei Soma. Von Soma. Geht schon mal auf den Kanal von Lomdom Silver LP und abonniert den guten Kerl. Außerdem mache ich mit ihm zusammen auch einen Podcast, den Insgame Podcast. Den könnt ihr hier auf meinem Kanal finden, aber auch auf gaming-mac.com sowie auf Spotify. Einfach mal Insgame suchen. Und ansonsten.
Ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen. Also ich bin gespannt, ob wir das Projekt hier noch weitermachen. Ich bin gespannt auf das Spiel von Lomdom auf Soma. Und ansonsten sage ich nur vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und macht es gut, meine Freunde.